Denn die Sendung hier wird besonders, da Marvin wieder da ist und dieses Mal seine neue Chance auf 1 Million nutzt, eventuell. Das entscheidet immer noch diese gleich folgende Runde von unserer Show Wer wird Millionär? So, und dann nochmal willkommen zur nächsten Show von Wer wird Millionär. Einmal für YouTube und auch nochmal willkommen alle, die im Stream noch dabei sind. Wir machen diese Folge heute live auf Twitch. Deswegen sieht auch mal zum ersten Mal auf YouTube mich in der Cam eingeblendet und Marvin ist wieder da, der vorhin mein Co-Moderator war und jetzt quasi mein Gegenüber ist. Ja, hallo. Du wirst einen Spaß haben jetzt. Der Chat will dich bluten sehen. Ja, die wollen mich bluten sehen. Also Marvin sieht nur gerade das Spiel hier auf der Seite eingeblendet. Das sieht er als einziges. Nur ich im Stream, bzw. alle in der Aufnahme gerade, sehen hier oben mit dem Chat eingeblendet. Das heißt, alle können ganz normal mitraten. Er wird nichts davon sehen. Ihr könnt davon ausgehen. Und wir gucken mal, wie gut das läuft für alle Beteiligten. Oh, Hilfe. Das heißt... Ich werde mich so blamieren, versprochen. Also ihr werdet euren Spaß haben an meiner Dummheit. Euch ergötzen. Das kennen wir doch irgendwoher schon mal. Ich starte ja mal die Auslaufgabe. Die dürfen aber noch alle mitraten, wenigstens. Gut. Bringen Sie ein Sprichwort in die richtige Reihenfolge. Gewonnen, gewagt ist halb frisch. Genau, Wotin Prime. Die Folge wird jetzt aufgenommen für YouTube gerade. Und er spielt mit mir als Kandidat, ich bin Moderator. Aber natürlich dürfen alle nach wie vor mitraten. So, in die richtige Reihenfolge gebracht heißt immer noch, frisch gewagt ist halb gewonnen. D, B, C und A. In der richtigen Reihenfolge, wo haben das 5 hinbekommen, am schnellsten war Spieler 8, die Adele. Okay, jetzt geht's. Ich hätte natürlich noch eine der ersten 5 Fragen falsch beantworten, ne? Das hoffen wir doch mal nicht. Ich mach mal gerade ein bisschen laut am Discord. Ja. So, sag noch mal was. Hallo. Wunderbar, das hört man auch schön. Gerade mal in OBS reinschauen. Wups. So. Da du alleine spielst, darfst du es entscheiden. Willst du die Risikovariante haben oder willst du klassisch spielen? Ja, wenn schon, denn schon alle 4 Joker. Du darfst mitraten, Wupkiden. Er sieht den Chat überhaupt nicht. Er sieht nur das Spiel, also hier oben. Das sieht er als einziges. Ich sehe nur das Spiel. Ich sehe keine Kommentare. Versprochen. Ich schwöre. Gut, Risikovariante hast du gesagt. Ja, natürlich. Gut, dann versuchen wir uns mal deinen anzusehen. Und wir nehmen mal die ersten 5 Fragen in Anspruch. Los geht's. Wer etwas offen ausspricht, der erklärt es. Klaus und klar, Dieter und direkt, Frank und frei, Egon und ehrlich. Da haben wir es schon. Ich kenne nur erklärtes klipp und klar. Tja, das ist eine schöne Frage, was? Und damit willkommen im Vorführeffekt. Ja, ich habe es doch gesagt von Anfang an. Ich kenne nur erklärt es klipp und klar. Klar, hast du schon mal bei A dabei? Ja, Klaus und klar. Klingt gut, oder? Obwohl. Es geht ja hier drum, wer etwas offen ausspricht. Offen. Ja, offen heißt ja auch, dass man etwas direkt sagt, ne? Das Blöde ist ja, es ist gestreamt. Das kann jetzt nicht rausgeschnitten werden, ne? Nein. Ich werde die Folge auch nach wie vor wie alle anderen Uncut hochladen. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Uncut. Ich sag mal so, bei den ersten 5 Fragen habe ich in der letzten Woche fast alle immer vergeigt gehabt. Ich habe fast bei mindestens 300 Euro Frage einen Telefonjoker rausgeschmissen. Letzte Woche war definitiv nicht meine Woche. Ja, weißt du was? Wenn du schon sagst, dass du es so gemacht hast, dann
Ich bin gespannt nachher, wenn ich den Chat lese, ne? Wenn ich fertig bin hier. Die Leute, die lachen mich ja jetzt schon aus. Das kann ich mir vorstellen. Nein, die raten gerade fleißig mit. Ja, wenn du schon, wenn du erst bei der 300-Euro-Frage den Telefonjoker raushaust, dann mache ich es doch einfach bei der 50-Euro-Frage. Einverstanden? Okay, dann machen wir so Telefonjoker. Wen willst du nehmen von den dreien? 1, 2 oder 3? Nummer 2. Und wenn der es jetzt nicht weiß, dann springe ich aus dem Fenster. Keine Sorge, die Telefonjoker machst du mit den 5 Fragen. Alle wissen es, definitiv. Ja, ich bin so auf den Chat nachher gespannt. Das ist so. Nein, ich hab's gewusst, ey. Doch, Dieter und direkt, Frank und frei und ehrlich. Lediglich C sein, Frank und frei. Frank und frei. Ich hab das noch nie gehört. So peinlich das wahrscheinlich ist, ich hab das selbst. Ich bin nur klipp und klar. Sollen wir einen C nehmen? Ja, nehmen wir C. Peinlich genug. Wenn ich dem jetzt noch nicht vertraue, dann lachen mich die Leute doch sowieso aus. So. Ja, ich bin echt gespannt. Von hier aus wird's nur einfacher. Das ist gelogen. Was tragen die meisten mit sich herum? Hutgeschäft, Modeboutique, Textilfabrik oder Schuhwerk? Schuhwerk, bitte. Hey! Hey, ich hab's richtig beantwortet. 200. Wobei handelt es sich um Teile der Erdkruste? Dorsche, Schollen, Flundern, Makrelen. Die Erdschollen, oder? B. Musst du wissen. Ja, die Blamage muss doch perfekt sein. Erdschollen, meine ich mal gehört zu haben. Nehmen wir B. Ja? Ja, komm, mach. Komm, mach. Ich will jetzt die perfekte Blamage hier haben, bitte. Die perfekte Blamage willst du haben? Mit ja, dieser Frage noch nicht. Schade. 300. Kommt noch. Was wird oft im Sinne von genauer gesagt verwendet? Gut, besser, viel mehr, gern lieber oder kaum weniger? Viel mehr. Jawohl. Wieder in der Spur. Mehr oder weniger. Viel mehr. In welchem Werk ist zumindest deinem Namen nach immer buchstäblich eine Toilette enthalten? Enzyklopädie. Lexikon, Atlas, Almanach, Enzyklopädie. Das ist D und 500 Euro. Wo in der Enzyklopädie? Die Frage kenne ich irgendwoher, deswegen habe ich es auch sofort gesagt. Ich auch sofort. Sehr gut. Gut, 1000. Ja. Welcher Musikstil war in den 50er Jahren populär? Okay, ich muss ein bisschen langsamer für den Chat machen. Rappadiddy, Soladel, Popagaga oder Rockabilly? Ich hab ja eine Vermutung. Wo wird die denn liegen? Ich meine, ich hätte schon mal was von Rockabilly gehört. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht ganz so sicher. Es tut schon weh mit den Jokern, ne? Ich sag mal so, gerade für den Chat, wenn es jetzt für euch zu schnell ist, ich kann es im Nachhinein im Video so zuschneiden, dass die Antworten wieder zum Video passen, weil wir sind ein bisschen 8 Sekunden vor euch. Aber du sagst, gerade zu dir zurück, du sagst D oder was? Ja, komm, nimm mal D. D, Rockabilly. Rockabilly, ja. Für die perfekte Blamage reicht es heute nicht. Boah, hab mal Glück gehabt. 2000 Euro. Wofür stehen Schildergasse, Mönckebergstraße und Kaufingerstraße in ihren jeweiligen Städten? Einkaufsmeile, Rotlichtviertel, Stadtautobahn oder Messegelände? Soll ich ein bisschen langsamer machen, damit die im Chat mitraten können? Ja, du kannst ja versuchen zu erklären, wenn du es nicht weißt oder sonstiges, keine Ahnung. Ich habe die Straßen alle schon mal gehört. Ja. Aber ich kann es jetzt gerade nicht so genau zuordnen. Weißt du, was ein Witz ist? Diese Frage habe ich, glaube ich, vor gefühlt 6 Folgen gespielt und ich weiß es immer noch nicht. Hast du schon wieder vergessen? Ja. Ja, ich habe die alle schon mal irgendwo gehört, aber ich kann die jetzt nicht so ganz zuordnen. Fragen wir einfach mal das Publikum. Alle. Alle. Okay, das heißt, der Chat darf mitraten offiziell und darfst du reingucken, was da steht für die Antwort. Wofür stehen Schildergasse, Mönckebergstraße, Kaufingerstraße in ihren jeweiligen Städten? Ist es A, die Einkaufsmeile, B, das Rotlichtviertel, C, Stadtautobahn, D, Messegelände? Ihr dürft genau ab jetzt mit im Chat eure Antwort geben. Ihr darf mit reingucken für den Moment. So, mal gucken, was im Chat reinkommt gleich.
So, nach Ingame sind 85% für A. Mal gucken, was sagt der Chat so. Wir haben da ein A und ein C stehen gehabt. Die eine ist Einkaufsmeile in Hamburg, also A. Ja, reicht dir das? In Hamburg ist... 85% ist ja wohl mehr als genug, denke ich mal, für eine 2000-Euro-Frage. Dann nehmen wir mal A. Was ist noch da? In Hamburg ist es der Steindamm. In Potsdam ist es die Brandenburger. Gut, A, die Mehrheit war's. Jawohl. 85% daneben liegen würden, das wäre schon hart. Bei den höheren Fragen, wie vorhin im Stream gesehen, möglich. Hier noch nicht. Jetzt machen wir bitte nicht den Malte mit den ersten 10 Fragen alle Joker weg und danach alles bam, 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 Millionen. Mein Ziel war ja wenigstens die 16.000 zu schaffen, aber jetzt... Mit 2 Jokern auf 3 Fragen? Ja, mal gucken. Ja, das wird schon eng, ne? Gucken wir mal. Oscar Wilde schrieb die Erzählung Das Gespenst von... Baskerville, Nashville, Canterville, Melville. Ich glaube, es... Ich habe mal was gehört vom Hund von Baskerville. Mhm. Würde ich mal ausschließen. So für einen Moment. Nashville, Centerville, Melville. Ich glaube, ja, es ist das Gespenst von Melville. Aber ich nehme mal den 50-50. Okay. Ich drücke jetzt alle raus. Genau, ich mache einen auf Malte. Das ist eine gute Idee. Du machst einen auf Malte. Vielleicht funktioniert das sehr gut. Wir löschen 2 falsche Antworten. Die richtige und eine falsche bleiben stehen. A oder C? Okay, dann hat sich das mit Melville erledigt. Gut, dass ich den Joker genommen habe. Auch wenn es wahrscheinlich falsch ist, auf meine Kappe hin, wie eben auch bei, ich weiß nicht mehr, wer das war, bei den vorherigen Runden, nehme ich das Gespenst von Canterville oder Centerville. Oder das heißt. Letztes Wort? Ja, ist wahrscheinlich auch wieder so eine Sache, die jeder weiß, wie die Sache mit Ebony Scrooge bei WWM vor ein paar Tagen. Nur ich nicht. Guck mal, ob du recht hast. Es heißt Das Gespenst von Canterville. Wunderbar. So weit, so gut. Jetzt machst du uns hier echt den Malte. 8000, du hast noch einen Joker. Ja, mich beruhigt es zumindest, dass ich nicht der Erste bin, der so vorgeht. Mit inzwischen weit über 1 Million Gratulanten jährlich feiert seit 1977 die Stadt... München Wiesengeburtstag, Berlin Kudamm Geburtstag, Köln Dom Geburtstag, Hamburg Hafen Geburtstag. Mit weit über 1 Million Gratulanten. Schade, dass es jetzt nicht heißt, seit wann gibt es das und das. Wiesen hätte ich sagen können, Oktoberfest gibt es glaube ich seit 1810 oder 1812 in den Dreh rum. Köln, ja, den Kölner Dom. Ich weiß nur, dass sie über 600 Jahre gebraucht haben, um den zu bauen. Habe ich vor ein paar Tagen noch irgendwo gelesen. Das ist quasi der Berliner Flughafen nur in Köln. Aber das hilft mir jetzt nicht. Du hast noch den Zusatzjoker, wenn du es nicht weißt. Ja, dann machen wir doch einen auf Malta. Hol mal den letzten jetzt auch noch raus und dann machen wir es nachher einfach auf gut Glück, ne? 1 bis 6, wen willst du haben? Nimm mal die 2. Die Jane steht auf und sie ist die Südfrostessische Antwort, den du recht sein kann, der Hamburger Hafengeburtstag. Vertraust du der Aussage? Nimm mal die. Ich wollte mich jetzt noch ein bisschen profilieren mit Wiesen gibt's seit dann und dann, Dom wurde so lange gebaut, damit ich nicht ganz so dumm dastehe, weißt du. Aber wir nehmen D. D, den Hamburger Hafengeburtstag. Für den Chat gerade, den 30-Sekunden-Ban, der ist von Twitch, den kann ich glaube ich nicht einstellen. Wenn ihr zu viel schreibt, habt ihr irgendwann eine kleine Auszeit. Also... Seit 1977 feiert die Stadt... Hamburg-Hafen-Geburtstag. Wunderbar. Jetzt sind die Joker schon weg. Das war ja meine Sorge, ne? Das war irgendwie Maltes Runde vor gut 2,5 Wochen oder 3. Na gut, aber... Das war sein erster Run zur Million, glaube ich, so in dem Umfang. Im Mittelfeld alle Joker verballern, die letzten 5 mit Glück. Ich hätte gerne eine gute Frage und noch eine gute Frage und noch eine gute Frage und zack, war er oben. Ja,
16.000, deine Grenze, die du haben willst. Wer oder was ist Pangea? Ah, ja. Kontinent damals hier. Urkontinent. Urkontinent, ja. Antwort D. Ganz einfach. Richtig! So einfach geht's. Ja, siehst du, sowas brauche ich. Ach ja, Pangea. Hab ich letztens auch nachguckt durch viele Ark-Spielen. Ja. Das war jetzt easy. 32.000. Es kann nur besser werden. She came to me one morning, one lowly Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. Heißt es bei Dirty Diana, Come on Eileen, Lady in Black oder für Elise? Das ist jetzt schon wieder so eine Sache, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Du? Ich könnte vielleicht drauf kommen, aber es ist gepokert. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. Tja. Ach, weißt du was, ich habe meine Grenze erreicht, 16.000, damit kriege ich ein bisschen... Ja, wer hat das eben gesagt? Lass dich von deiner Leber leiten. Das war auch der Wupkidenbrand, glaube ich. Ja, war der das? Ja, dann höre ich doch mal auf sein Rat und für 16.000 kriege ich doch schon mal ein paar gute Flaschen. Das war's? Schnaps. Irgendwas, ja, ne, lassen wir es mal gut sein. Gut, dann lassen wir es gut sein mit der ersten Runde. Immerhin 16.000 Euro. Immerhin. Viel Spaß und tschüss. Dankeschön. So, noch zur Auflösung. Was wäre denn die richtige Antwort gewesen? Ob die Gewinnsumme weg? Wenn ich hätte raten müssen, für Elise. Und eine zweite Antwort noch, ob deine nächste Sendung das gewesen wäre, kannst du auch sagen, meinetwegen. Come on, Eileen. Bei B war ich auch und bei entweder B oder C. So, was hat denn der Chat gesagt? D schon mal nicht, C auch nicht. Was ist denn für ein Joker? Momentan keine mehr. A vielleicht? Wir lösen mal auf. Du sagtest B oder D. Richtige Antwort ist gewesen C. Lady in Black. Heißt, ich wäre recht gewesen wahrscheinlich sogar. Ja. Weißt du, was dein Pech ist? Wenn du aussteigst, weißt du es echt nicht. Wenn ich aussteige, bin ich bei meistens zwei Antworten richtig, einer von beiden. Kannst du mal sehen. Und dafür haben wir jetzt gerade mal eine Viertelstunde gebraucht. Also Blamage... War es nicht wirklich. Bis auf, dass ich bei der 50-Euro-Frage einen Telefonjoker gebraucht habe. Das kann mal passieren. Was ja an sich schon wirklich eigentlich traurig ist. Definitiv ja. Aber gut. Ich bin zufrieden. Bist du auch. Da kannst du gut stolz drauf sein, ne? Passt so. Gut, willst du noch eine Runde machen, um es auszugleichen, oder? Ja komm, können wir noch eine machen. Dann machen wir noch eine. Was soll's? Kann ja nur besser. Oder kann auch schlimmer werden. Ja, mal gucken. Von beides her. Ja, schlimmer nach oben. Geht auch. Würde auch gerne eine Runde mitspielen, aber hab nur leider keinen Discord, nur TS3. Ich rate dir eins, wenn du mitspielen willst, hol dir echt Discord, weil Discord ist im Vergleich zu TS A kostenlos, unter anderem, und B, Discord hat eine Bildschirmübertragungsfunktion. Das heißt, ich könnte dich anrufen quasi und dir direkt das Spiel drauf projizieren bei dir auf den Anruf. Das ist viel praktischer als Teamspeak, ohne Witz. Jetzt gucke ich einmal kurz ein bisschen durch den Chat, was die so gesagt haben. Also, es waren nur zwei Leute im Chat drin. Am meisten wurde Keaton geraten mit. Wenn er C nimmt, ist es aus. Bei welcher Frage war das denn? Das war, glaube ich, eine von den vier, wo du einen Joker genommen hast. Warte mal. Ich müsste mal nachher im Zusammenschnitt gucken. Ist Stream seit fucking 5 Stunden? Was? Er läuft. Egal, das geht noch weiter. Wir hören noch nicht auf. Noch ist sie nicht vorbei. The show must go on, so heißt es auch. Ah, guck mal, ich hatte recht mit Baskerville war ein Hund. Hat wohl Keaton Prime auch geschrieben. Diablo, ja, ist es. Nur, Vergleich dazu, TS-Server kosten was, Discord-Server keinen Cent. Gut, was findest du nicht? Warte mal, ich kann mal gerade aus Spaß. Die Folge ist ja gerade live, da kann man mal unterbrechen auch kurz. Ich kann ja mal gerade für den Server den Link in Dings reinhauen. Server regeln. Mach mal hier für Sofort-Einladung. Ja, wunderbar. Okay. Kopieren. Ups.
Nein, du kannst dir einfach einen Discord-Server erstellen, komplett für immer permanent auf deinem Account, kostenlos. Das ist mein Serverlink. Ja, Rob Keaton, willst du eine Runde machen? Weil dann würde ich sagen, lass ich Marvin noch eine Runde machen, wenn er Bock hat gerade. Und dann kannst du im Nachhinein, wenn du dann da dabei bist, auch machen. Weil das hier hat eine Viertelstunde gedauert. In der Zeit, in der ich hier spiele, solange ich nicht die 50-Euro-Frage falsch beantworte, kann er ja schon mal herunterladen. Ne? Ja, aber denk dran, Diablo T ist ja kein direkt Bildschirmübertragung. Ich kann ihn quasi nur hier entweder meinen gesamten Bildschirm sehen lassen oder nur das Spielfenster oder nur den Chat von Twitch oder sonst was. Und Qualität-Übertragungsrate kannst du auch einstellen komplett. Das ist viel praktischer. Wir machen jedenfalls mal weiter mit der nächsten Auslaufgabe bis dahin und gucken mal, was da rauskommt. Denn die lautet wie folgt. Ordnen Sie diese Haustiere aufsteigen nach der Häufigkeit des Buchstabens E. Meerschweinchen, Kanarienvogel, Yorkshire Terrier oder Angora-Kaninchen. Aufsteigen nach der Häufigkeit des Es. D, B. Oh Gott, jetzt muss ich gucken. C, A. Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Jetzt muss ich gucken, welches hat 3 und welches hat 4 Es. Wir gucken mal gemeinsam durch mit der Auflösung. Es fängt an beim Angora-Kaninchen mit einem E. Dann haben wir den Kanarienvogel, der hat schon immerhin schon 2. Dann kommt das Yorkshire Terrier mit 3. Und dann das Meerschweinchen mit 4. D, B, C, A. Wenn ich in der richtigen Sendung bin, muss ich aber ein bisschen schneller sein. Und ich gucke mal, was hat mehr? Ist nicht gut. Am schnellsten Alexander. Wieder einer der KIs. Wir spielen die Sendung hier morgen übrigens nochmal. Morgen machen wir ja ein Special hier. Und da gibt es ganz besondere Regeln. So, willst du nochmal Risikovariante machen? Ja, klar. Na dann, Vollgas, die ersten 5 Fragen. Erstmal bitte ohne Telefonjoker bei der ersten. Erst bei der zweiten. Was ist das Ziel des Schützenjägers, wenn er mit einer Frau flirtet? Wodka bekommen, Schnaps erhalten, Cognac nehmen, rumkriegen. Rumkriegen. Ja, D. Ja, ist ja einfach. Eine erledigt, 14 to go. Wovon ist häufig im Zusammenhang mit Bands wie Bon Jovi oder U2 die Rede? Theatermantel, Stadionrock, Arenasocken oder Zirkushose? Stadionrock, würde ich mal sagen. Jawohl. Gut gemacht, 200. Was ist eine Marktform? Monopol, Interpol, Nordpol, Witterpol. Monopol. Jawohl. Weiter geht's. Das läuft doch wie geschmiert. Was gehört bei Gartenfreunden zur Grundausstattung? Tulpenkamm, Rosenschere, Veilchenföhn, Nelkenbürste. Die Rosenschere, oder? Ja, wenn du das sagst, B. Ja. Jawohl. 300. Ich muss kurz überlegen. Worin erkennt der Spanier buchstäblich einen Freund? Was? Chop Suey? Tempura? Barmi Goreng? Peking Ente? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich die Frage. Der Amigo ist der Freund und der versteckt sich bei Barmi Goreng. Also C. 500! Yay, 500 geschafft und ich habe noch alle Joker. Ein Erfolg. Immerhin ein Erfolg geschafft, soweit. Gut, 500 im Sack. Wir gehen auf die 1000 mit dieser Frage. Jawohl. Mit welchem Anzeigentext wird man bei Marilyn Monroe Filmtiteln fündig? Reicher Witwer sucht bis 30 Jahre, sportliche Figur oder Blondinen bevorzugt? Blondinen bevorzugt. Letztes Wort? Ja. Er hat ja gesagt. Und jawohl, ist es richtig. Gut gemacht. Geht das wieder zu schnell jetzt für den What Game Point? Der macht gerade seinen Discord bereit für den gleich mitzocken eine Runde. 2000. Also. Welchen Begriff findet man im Musiklexikon? Salat, Pop, Gemüse, Jazz, Krautrock, Kohl Soul.
jetzt ein bisschen gezockt, aber ich glaube, ich habe das schon mal gehört und ich nehme C, Krautrock. Letztes Wort? Ja. Auch wenn es gezockt ist ein bisschen. Der Krautrock. Nein, das ist auch richtig. Herr Liebste, läuft doch. Jetzt fluppt es. 4000. Wer wird in dem gleichnamigen Buch beim Wort genommen? Bäcker, Konditor, Metzger, Koch. Jetzt ist der erste Joker fällig, das weiß ich jetzt nicht. Zu deinem Vorteil hast du alle vier. Ja, siehste. Ich wollte schon sagen Publikum. Nee, das machen wir nicht. Wir nehmen den Telefon-Joker. Telefon zuerst weg. 1, 2 oder 3? Jetzt nehmen wir mal die 3. 3. Ich bin so altmodisch, schreibt er gerade. Was denn da los? Was? Wer wird mit gleichnamigem Buch beim Wort genommen? Bäcker, Konditor, Metzger oder der Koch? Er ist überfragt. Keine Ahnung, ich könnte nicht weiterhelfen. Ganz intuitiv würde ich C oder A nehmen. Aber er weiß es nicht. Ja, toll. Echt keine Idee, was es sein könnte? Ich würde eher C nehmen, aber ich bin echt überfragt. Da hast du auf den falschen Telefonjoker gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, was ich darauf geben kann, aber ist wahrscheinlich jetzt ein großer Fehler, aber was soll's. Ich nehme jetzt einfach C. Echt? Vielleicht falle ich ja auf 500 zurück. Wäre auch nicht ganz so schlecht. Mit aber 3 Jokern wäre bitter. Ja, was soll's. Woodkeep and Prime macht's nachher besser. Ich setze auf ihn. Nehmen wir Metzger, was soll's. Metzger? Ja? Ja. Ja, was soll's. Ich hab's da keine Ahnung. Mit 3 Jokern nach Hause zu gehen ist traurig, aber... Ich frag dich, du kannst besser spielen, wenn du willst. Das ist deine Entscheidung. Wieso? Weißt du die richtige Antwort, oder wie? Nein, aber ich find's nur schade, wenn du jetzt rausfliegen würdest mit 3. Andererseits wär's auch böse, wenn ich jetzt den zweiten Joker wegnehmen würde mit der richtigen Antwort, theoretisch. Ja komm, ich nehme jetzt C, was soll's. Letztes Wort. Ja, final answer. Was soll's, ist wahrscheinlich jetzt eh falsch, aber... Wupkin, ich komme gleich zu dir in Discord. Wir lösen mal gerade erstmal das hier auf. Bis nochmal die Runde zu Ende noch. Im gleichen Buch beim Wort genommen wird. Der Koch. Ja, super, das hat der nicht mal. Hat der Telefonjoker nicht mal genommen. Der hat ja gesagt A oder C. Das ist schade. Ja, ich hab dir gesagt, du kannst ruhig noch einen Joker nehmen, wenn du unbedingt ausschalten wolltest. Das ist ja gut, das ist nicht mein Ding. Ich wollte jetzt sehr viel zocken. Gucken, vielleicht hätte ja klappen können. Das sind 500 Euro wieder. Ja, es gab schon mal Runden, die liefen besser. So, für die Folgenlänge würde ich sagen, intuitiv sind wir schon da. Das heißt, wir haben diese Folge für am Montag vorproduziert. Also jetzt für heute, wenn ihr gerade auf YouTube ausgeschieden ist. Und die nächste Folge, die morgen kommt, ist wahrscheinlich auch im Stream vorproduziert worden. Das heißt, morgen die nächste Folge ist ebenfalls aus diesem Stream hier. Das war's für heute. Bis morgen zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss.